Folglich machen beide eine Einheit aus, obwohl wir in Gedanken diese Einheit der leichteren Begreiflichkeit wegen in zwei Begriffe spalten. Der vorurteilslose Beobachter, die Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübelungen kennend, die sich in der Erfahrung nicht nachweisen lassen, nimmt, auch wenn er der Scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr. Das heißt Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustand des Jetzt-Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen und die der Arzt an ihm beobachtet.